So, ready für den Sturm. Schönen guten Morgen aus dem Wald. Beziehungsweise, ihr habt es gesehen, der Herr Lehmann hat seinen Helm dabei. Wir sind heute nämlich am Waldrand unterwegs, weil es sehr stürmisch ist und auch die ganze Nacht schon sehr stürmisch war. Und auch mit Helm wollen wir halt vermeiden, dass uns irgendwie hier was auf den Kopf fällt. Und deswegen sind wir ein bisschen am Waldrand unterwegs und nicht mitten im Wald. Heute wieder ein Thema, was ich sehr häufig gefragt wurde in dem Fragensticker vorletzte Woche. Und zwar, mit welchem Equipment ich hier das Daily Gassi immer aufnehme, jeden Tag. Und das sind im Grunde 4 Komponenten und ich mache die euch hier auch alle so als Swipe ab. Dann könnt ihr direkt durchklicken, weil ich habe jetzt die Namen auch nicht so 100% alle, glaube ich, parat. Ich hoffe, man hört mich noch mit dem Wind. Und dann könnt ihr die auf jeden Fall nachschlagen, beziehungsweise wenn ihr jetzt beim IGTV schaut oder bei YouTube, dann findet ihr die unten in der Videobeschreibung. Und anfangen würde ich mit dem kleinen Stativ, das ist ein Joby Priapod. Der kann im Grunde sogar kleine Spiegelreflexkameras tragen und dann sind die Beine entsprechend ein bisschen massiver und auch länger. Und ich verwende den jetzt so quasi als Griff, also man kann die Kugeln, wie man sie braucht, dass man halt einen praktischen Griff halt hat. Und damit kann man dieses Stativ im Grunde halt auch überall abstellen. Also man muss jetzt nicht unbedingt einen ebenen Boden haben, sondern man kann es halt auch auf Baumstämme stellen oder sogar um Äste wickeln. Und dafür ist es wirklich super und kostet halt auch 50 Euro, aber ist sein Geld auf jeden Fall wert. Ich habe es hier jeden Tag im Einsatz. Es wird dreckig, es wird nass und funktioniert halt aber tadellos. Oben auf dem Gorilla-Pod ist eine Wechselplatte mit einer Viertel-Zoll-Schraube. Also ich glaube ein Viertel-Zoll. Auf jeden Fall kann man da gängige Kameras halt draufschrauben. Und ich habe da halt die Halterung draufgeschraubt von Manfrotto fürs iPhone. Und zwar habe ich die gewählt, weil die obendrauf noch eine Möglichkeit hat, in einem Cold-Shoe ein Mikro oder ein Licht oder was auch immer anzubringen. Und dieses Mikro oder diese Halterung fürs Mikro war ja in erster Instanz damals der Auslöser, warum ich dieses Setup mir zusammengebaut habe, weil die alten Aufnahmen im Wind dann häufig sehr schlechten Ton halt hatten. Und wir haben ja heute hier bestes Beispiel. Also es müsste trotzdem noch halbwegs brauchbarer Ton dabei rumkommen, obwohl es extrem stürmisch ist heute. Und damit sind wir dann nämlich auch schon bei der dritten Komponente. Das ist das Mikrofon. Das ist ein Rode VideoMic Pro, glaube ich. Wie gesagt, ich schreibe es euch alles unten rein oder verlinke es euch. Da ist so eine Deadcat, also so ein Windpuschel drauf. Und dadurch hat man selbst bei starkem Wind noch halbwegs brauchbaren Ton. Also ich vermute, heute werdet ihr auch einige Windgeräusche hören, aber es ist halt auch extrem windig. Und bei normalem Wind hört ihr halt nichts. Der Nachteil an diesem Mikrofon, oder Nachteil, muss jeder für sich selbst entscheiden, ist, dass auch so die Umgebungsgeräusche, also dieses Laufen im Laub und so, das fällt weg, weil es halt ein Richtmikrofon ist und es nimmt dann halt wirklich nur so den Ton vom Mikro in meine Richtung auf. Und die letzte Komponente ist dann ein kleines Adapterkabel, damit dieses Mikrofon, also ihr müsst dann schauen, welches Mikrofon ihr habt. Einige sind auch schon als Direktanschluss für ein iPhone oder ein Smartphone generell. Also ich glaube, bei Android ist es genauso wie bei Apple. Bei Apple ist es auf jeden Fall so, dass man einen TRS-Klinkenstecker nicht direkt ins Handy verbinden kann, sondern man braucht einen Adapter TRS auf TRRS. Und das erkennt man daran, ob ihr 3 oder 4 Ringe an eurem Mikrofon habt. Und wenn ihr nur 3 habt, dann braucht ihr halt diesen Adapter. Und der kostet dann auch nochmal 10, 11 Euro, auch von Rode. Und bei den anderen Sachen, das Mikrofon kostet, glaube ich, so 50 Euro. Bin ich mir jetzt gar nicht so genau sicher. Und der Manfrotto, Haltekopf da quasi fürs iPhone, der kostet auch 10 Euro. So, und das sind dann die 4 Komponenten, mit denen ich jetzt seit Daily Gassi 40 unterwegs bin. Ihr könnt ja auch nochmal Daily Gassi 38, 39 gucken, um den Tonvergleich zu haben.
Und wenn es dann soweit ist, also dass ich habe mir jetzt diesen Osmo Gimbal geholt. Wenn ich den ein paar Mal verwendet habe und da auch erste Erfahrung zu habe, dann mache ich da gerne auch nochmal eine Folge zu und dann erkläre ich auch, warum ich den geholt habe. So, wenn ihr noch Fragen zu diesem Setup habt, dann schreibt mich gerne an. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis später.